Hallo Leute, kommen wir zu den Antworten auf die Fragen vom 22.02.22. Mittwoch ist eine etwas eigenartige Zeit dafür, aber anders geht's leider nicht. Es geht noch einmal um NAD bzw. NMN und andere Supplemente. Da sind einige Fragen bezüglich der Informationen in diesem Video hier aufgetreten, die immer wieder gestellt wurden. Nach dem Intro geht's los. Bleib also dran. Mein Name ist Sten Schulze, ich bin Personal Trainer und Gesundheitscoach aus Leidenschaft. Fangen wir an. Ich lese jetzt keine einzelne Frage vor, sondern fasse einfach zusammen. Es wurde oft gefragt, wie viel NMN die richtige Dosis ist. Und dann kam in diesem Zusammenhang auch die Frage nach TMG, Betain und Resveratrol. Ich habe in dem NAD-Video davon gesprochen, dass man mit NMN gut fährt, wenn es um den Muskelaufbau geht, beziehungsweise wie man die Energiemenge im Körper erhöhen kann. NMN wird von Langlebigkeitsforschern in verschiedenen Experimenten verwendet, um zu sehen, ob und wie sich mehr Energie auf die Lebensspanne auswirkt. Das macht NMN als alleinstehendes Mittel recht gut. Es erhöht die NAD-Produktion, wodurch mehr ATP gebildet wird und es werden die Sirtuine aktiviert. Das sind Enzyme, die unsere Langlebigkeitsgene aktivieren. Beim Menschen hat sich dafür 1 Gramm NMN am Morgen auf nüchternen Magen bewährt. Das NMN wird dazu sublingual unter der Zunge aufgenommen. Professor Sinclair, der Harvard-Professor, den ich in diesem Zusammenhang oft zitiere, erklärte vor kurzem, dass er jetzt sein NMN mit etwas Wasser am Morgen einnimmt. Bis vor kurzem hat er die sublinguale Variante empfohlen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht testen oder messen. Ich kann nur weiter erzählen, was ich gelesen oder gehört habe. Ich mache jedenfalls weiter mit sublingual. So, und wer es richtig machen will, der sollte, oder beziehungsweise wer voll auf Langlebigkeit gehen will, der sollte noch TMG, also Trimethylglycerin und Resveratrol verwenden. Das TMG-Betain zusätzlich zu verwenden, ist sinnvoll, da NMN auf seinem Weg die Sirtuine zu aktivieren und NAD zu bilden in Nicotinamid umgewandelt wird. Und dann muss der Körper damit was machen. Entweder er scheidet es aus oder macht wieder NMN daraus. Fürs Ausscheiden muss Nicotinamid methyliert werden. Das verbraucht dann wertvolle Methylgruppen, die aber in anderen Prozessen benötigt werden. Man kann dem wirklich ganz leicht entgegenwirken, indem man TMG-Betain als Produkt einnimmt, als Pulver einnimmt. Das ist nicht nur für alles um NMN gut, sondern hat auch noch andere gesundheitliche Vorteile. Und nicht vergessen, Studien zeigen, dass TMG auch den Muskelaufbau und die Kraft fördert und die Synthese von Kreatin verbessert. TMG ist wirklich nicht teuer. Wenn man sich NMN leisten kann, dann soll es am TMG auf keinen Fall scheitern. In unserem Supplement-Protokoll haben wir jetzt NMN und TMG-Betain. Von beiden nimmt David Sinclair 1 Gramm am Morgen. Ich mache das auch so. Kommen wir noch zu Resveratrol. Es ist ein sehr gutes Antioxidant. Es schützt den Körper und die DNA vor oxidativem Stress und es ist auch bei der Aktivierung der Sirtuine dabei. Wir sehen, dass die Sirtuine eine wesentliche Rolle für ein langes und gesundes Leben spielen. Sie sollten so oft wie möglich aktiviert werden. Diese 3 Supplemente sind momentan Standard bei David Sinclair bei der Verlängerung des Lebens. NMN, TMG und Resveratrol. 1 Gramm von jedem am Morgen ist zurzeit die Standarddosis. Das Resveratrol sollte mit etwas Fett eingenommen werden. Das muss nicht viel sein. Ein bisschen reicht. Vielleicht Joghurt, ein paar Tropfen Olivenöl. Das war's dann. So, das waren die Fragen rund um NMN. Kommen wir zur nächsten Frage. Die ist von Stefan Steiner. Hallo Sten, was hältst du von Y-Food und Co.? Nicht als vollständige Ernährung, aber für mal zwischendurch oder als Ersatz eines Proteinshakes. Vielen Dank. Bei allen solchen Nahrungsergänzungsmitteln sollte man immer präsent haben, dass es sich um hochverarbeitete Lebensmittel handelt.
und dass die meisten Stoffe in ihm isoliert vorliegen. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie gleich krank machen oder so, sondern nur, dass sie nicht das liefern können, was natürliche, unverarbeitete Lebensmittel liefern können. Aber einige Inhaltsstoffe können doch krank machen und ohne die kommt fast kein Proteinpulver oder Mahlzeitenersatz aus. Die meisten Pulver enthalten Sucralose, also E955 als Süßungsmittel und das soll doch nicht so harmlos sein, wie immer gedacht war. Auch immer enthalten sind Emulgatoren, die wohl auch nicht so toll sind. Ich habe früher eimerweise Proteinpulver konsumiert und lebe noch. Heute verwende ich ein veganes Proteinpulver, weitestgehend ohne Zusatzstoffe, die ich nicht will. Ich trinke 2 bis 3 Shakes in der Woche, ca. 30 Minuten nach dem Training. Das ist aber mehr eine Gewohnheit als eine Notwendigkeit. Wir wissen ja, dass Protein mTOR aktiviert, das ist ausgesprochen Mechanistic Target of Rapamycin. Dieses Enzym ist für die Proteinsynthese verantwortlich, lässt uns aber auch schneller altern. In diesem Video hier habe ich darüber gesprochen. Ja, aus diesem Grund übertreibe es nicht mit der Proteinaufnahme. Wenn das alles Quatsch ist, na dann habe ich eben 1 bis 2 Kilo weniger Muskelmasse als möglich gewesen wären. Das ist aber nicht tragisch, beziehungsweise das ist es mir wert, durch weniger Proteinkonsum einige gute Jahre länger zu haben. Kommen wir zur letzten Frage. Die ist von Rita C. Hallo Stan, jetzt habe ich doch noch eine Frage betreffend Fett. Was ist das Optimum an Fettmenge pro Tag bei Gewichtsabnahme? Ich nehme täglich 17 Gramm Fett zu mir. Ist das zu viel? Vielen Dank für deine Antwort und herzliche Grüße. Hallo Rita, das ist schon ziemlich wenig Fett. Nur eine Frage nebenbei, woher weißt du eigentlich, dass es genau 17 Gramm sind? Wenn das Fett aus guten Quellen wie Avocado, Samen und Nüssen, vielleicht ein kleines bisschen Olivenöl kommt, dann kannst du ruhig ein paar Gramm mehr konsumieren. Ich würde es so machen. Versuche einfach alles zusätzliche Fett bzw. unnötige Fett wegzulassen. Wenn du dein Essen selber machst, dann kannst du dafür sorgen, dass du kein zusätzliches Fett wie zum Beispiel Butter beim Braten und so weiter verwendest. Wenn du täglich Pflanzen mit guten Fetten in Maßen konsumierst, dann hast du, kann man sagen, automatisch die richtige Fettmenge aufgenommen. Eine Viertel oder eine halbe Avocado, eine Handvoll Nüsse und vielleicht ein paar Scheiben eines guten Saatenbrotes. Dann hast du dein Fett drin. So, das war's für heute. Nicht vergessen, schreib deine Fragen jetzt unter das Video und sei beim nächsten Antwortenvideo am Sonntag dabei. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und bis bald. Ciao.